Hallo liebe Zuschauer, heute zeige ich euch, wie ihr alle Terminals in Halo 4 findet und außerdem den Erfolg in der Vergangenheit freischalten könnt. Der bringt 20 Gamerscore und alle Terminals zu finden bringt insgesamt, glaube ich, 60 Gamerscore. 10 Gamerscore dafür den ersten Terminal zu finden und 50 für alle 7. Man muss die Mission nicht komplett spielen, sondern kann den passenden Kontrollpunkt oder Sammelpunkt aussuchen. Ich sag euch immer, welcher das ist. Und die Schwierigkeit, da könnt ihr einfach nehmen, ist eigentlich vollkommen egal, und Schädel könnt ihr auch nehmen, welche ihr wollt. Die erste Mission beginnt damit, dass man Cortana trifft und betrachten darf und auf ihre großen Augen schauen kann, und dann steckt man sie sich in den Kopf rein, genau. Und dann läuft man praktisch einfach geradeaus. Falls man sich verläuft, kann man sich an den großen Lichter oben orientieren. Aber ich glaube, es ist nicht sonderlich schwer. Und gleich im zweiten Raum geht man die Treppe runter und hier unten findet man das erste Terminal-ähnliche Dings, das kein Terminal ist, aber sowas ähnliches ist und 20 Gamerscore bringt, falls man es noch nicht eingesammelt hat. Also ich habe es schon eingesammelt, deswegen habe ich da jetzt keinen Erfolg bekommen. Und da wird halt ein bisschen was über die Hintergrundgeschichte von Halo erzählt. Ist vielleicht spannend für den einen oder anderen, der wo es sehen will. Dann kommen wir auch schon zum ersten richtigen Terminal, also zum Weg dahin. Man startet die Mission Requiem am Sammelpunkt Bravo und nachdem man sich durch den langen Weg gekämpft hat und an dessen Ende zwei Hunter oder Jäger oder whatever warten, die macht man halt alle platt und dann geht man weiter in diesen Raum rein, in diese Abstellkammer. Da bleibt man aber nicht lang, das ist nur da, um zu laden, schätze ich. Und dann kommt man in diesen großen, wunderschönen Raum, in dem Vögel rumflattern, die aus Metall sind und Roboter sind. Und die Wände sich bewegen. Wie in Harry Potter ist das eigentlich. Genau, und man geht einfach unter diese Plattform und da wartet auch schon das erste Terminal. Und da kann man dann Granaten werfen, Selbstmord machen. Aber davor eigentlich muss man eigentlich X drücken und es einsammeln. Aber das habe ich ja schon gemacht. Dann kommen wir zum zweiten Terminal. Dafür startet man die Mission Blutsväter am Sammelpunkt Bravo und man merkt, dass man sich dem Terminal nähert, wenn die Cortana anfängt davon zu labern, dass es Interferenzen gibt in ihrem Radiosender, der in ihrem Kopf ist. Und so ein Typ am linken Bildschirmrand erscheint, der so verrauschte Signale von sich gibt. Das ist eigentlich recht einfach zu finden. Man tut einfach die ganzen Prometheans platt machen und nachdem das passiert ist, oder man die zumindest ein bisschen angeschossen hat, kann man unter diesem Vorsprung den zweiten Terminal einsammeln. Genau. Und der Bildschirm flackert. Boah, gefährlich. Gefährlich. Und dann auch noch irgendwie stirbt man. Ist echt gefährlich. Auch auf einfach, wie ihr sehen könnt. Dann kommen wir zum dritten Terminal. Den findet man in der Mission Infinity am Sammelpunkt Bravo. Und der ist wirklich sehr, sehr einfach. Weil ihr müsst euch einfach nur umdrehen und ihr habt ihn gefunden. Und könnt ihn anschließen. Genau. Dann kommen wir zum vierten Terminal. Für dieses Terminal starten wir die Mission Reclaimer. Am besten am Sammelpunkt Bravo. Und nach einer langen Zwischensequenz, in der die Bibliothekarin komische Sachen mit dem Master Chief macht, kann man die Cortana auf dieser Plattform wieder einsammeln. Oder muss. Ja, muss praktisch. Und sammelt die und tut die ganzen Gegner hier ausschalten, die Prometheans. Und nachdem das passiert ist, geht man dann durch diese Tür. Dann dreht man sich nach rechts. Und dann geht man zu dem Terminal. Und dann wirft man eine Granate und ist tot. Also man stirbt wirklich ständig. Das ist hammerhart, Terminals einzusammeln. Dann kommen wir zum fünften Terminal. Dafür startet man die Mission Abschaltung. Und gleich und nimmt den Sammelpunkt Delta, nicht Bravo, sondern Delta. Man geht in diesen blauen Lift und muss sich dann durch diese Plattformen, über diese Plattformen kämpfen, die man hier jetzt ein wenig sehen kann in der Entfernung, wo ich gerade so hinschieße. Ich bin schon voll am Kämpfen. Genau, und man muss sich praktisch, also die sind so verbunden durch Lichtbrücken oder sowas, und man hält sich praktisch immer links, außer es geht nicht links, dann geht man halt rechts. Und ansonsten hält man sich immer links und dann ist man auch schon gleich da am Terminal. Ich habe schon mal die ganzen Gegner
macht und hab dann bin noch mal drüber gelaufen in doppelter Geschwindigkeit, damit man im Überblick sieht. Und jetzt kommen wir zum sechsten Terminal. Dafür tun wir die Mission Erzeuger starten und zwar am Sammelpunkt Bravo und können sehen, wie es zu einem kleinen Erdbeben kommt. Jedenfalls auf die, man kommt halt, nachdem man die Weltraumstation so verlassen hat oder ja, nachdem man halt das Innere der Station verlassen hat. Kommt man auf diese Schneefläche und man kann und da läuft man einfach drüber und orientiert sich so ein bisschen an diesem Schriftzug da oben, da steht Atrium und direkt unter diesem Schriftzug ist dann das Terminal. Sehr, sehr einfach zu finden. Und dann wirft man Granaten und wow, man ist hier schon wieder tot. Oh mein Gott. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Und jetzt kommen wir zum siebten Terminal, zum letzten. Dafür starten wir die Mission Mitternacht am Sammelpunkt Bravo. Und man tut sich praktisch durch so einen Turm kämpfen. Und bevor man zum Terminal kommt, gibt es drei Räume. Im ersten Raum muss man gegen Beobachter kämpfen. Das sind die fliegenden Teile, auf die ich gerade geschossen habe. Im zweiten Raum sind es dann Springer. Das sind die großen Krieger da. Und im dritten sind es halt Krabbler, Springer und Krieger. Voll gefährlich. Und dann stirbt man auch schon wieder. Und das Terminal befindet sich eben hinter diesem seltsamen Konstrukt, das man gerade gesehen hat. So, ja, fertig. Ich hoffe, das hat euch jetzt geholfen. Und falls ja, dann liked bitte und abonniert bitte und schreibt Kommentare, falls ihr irgendwelche Wünsche habt, was ihr sehen wollt über Halo 4, weil wir halt so Halo 4 Sachen machen. Und falls es dem einen oder anderen von euch aufgefallen ist, ich bin jetzt nicht der coole Typ, der die Videos bisher immer gemacht hat auf dem Channel. Also ich bin jetzt so, ich tue jetzt so aushelfen. Also nie Quatsch, ich tue mithelfen, also praktisch wir sind Paten, also keiner von uns beiden ist der Boss, Ich sondern bin der Boss, nee, bist du nett, sondern nein, wir sind so, ich bin sein Lebensgefährte. Nee, also das auch nicht, nee, aber wir tun, ja, wir sind mehr als eine Person. Und das stimmt nicht ganz, okay, aber wir machen jetzt die nächsten paar mehr Halo-Videos, also freut euch auf das Kommende und also es ist nicht immer nur derselbe Typ, derselbe coole Typ, der kein Boss ist, der die Videos macht, sondern wir wechseln uns. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.